Oh, da ist was Neues. Erstmal. Ich krieg Schaden, wenn ich von hinten in die Reihen laufe. Ja, es macht Sinn. Trotzdem ist es doch ätzend, ey. Oh, das sind zwei von denen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die werden nicht zu mir kommen. Ich höre schon wieder so ein Stachelrattenvieh. Die sind irgendwie cool. Also auch optisch. Das sind irgendwie coole Gegnertypen. Ist da oben noch einer? Fünfmal gelbes Kraut. Okay, jetzt haben wir die hier noch. Oh, nerv mich nicht da oben, Mensch! Von wo überhaupt? Ist ja nicht irgendwo ein Leuchtfeuer? Was ist eigentlich mit meinem Rauchritterschwert? Wo ist denn das? Wie weit hatte ich das denn? Plus 3. Habe ich noch irgendwelche versteinerte 5? Aber jetzt habe ich keine Seelen. Hey! Und ich brauche mehr Geschicklichkeit, glaube ich. Das muss ich auch mal kurz gucken. Ich glaube 30 Geschicklichkeit brauche ich. Ach, oh, das ist alles sehr unbefriedigend. Ich will ein Leuchtfeuer da hinten haben. So, komm her. Nein. Kommt damit hier rein? Ja, natürlich kommt damit hier rein. Lauf! Er läuft nicht! Wenn es schon wieder so losgeht, ne? Egal jetzt. Den Rest laufe ich jetzt einfach durch. Den Aufzug habe ich wieder hochgeschickt, oder? Ja.
Okay, gut. Ja, das funktioniert ganz gut so. Ah, da muss doch jetzt irgendwo ein Leuchtfeuer sein. Ich hasse diese Viecher! Schieß jetzt einfach ab. Ich lasse mich doch von denen jetzt nicht so verarschen. So, da kommt schon der nächste. Die kommen hier einfach nicht rein. Tschüss. Bleiben die weg. Diese Zauberer-Typen, ne, das sind sie. Wo kommen die her? Ah, jetzt kommt er. Der hat Bock. Das sind die irgendwie lustig. Eins nach dem anderen. So. Das alle? Ah, und du kommst jetzt auch runter. So lobe ich mir das. Laufen die Treppen oder wie ist der jetzt da runtergekommen?
Ah, da ist keine Balustrade. Na, komm runter. Nein. Ja, oder schieß einfach durch die Wand. Ja, natürlich. Achso, nein, okay, der kann drumherum schießen. Ja, komm runter. Komm runter. Kann ich die Tür hier aufmachen? Nein, nicht von dieser Seite. Daneben so. Ist mir egal. Ich gehe hier kein Risiko mehr ein, bis ich ein Leuchtfeuer gefunden habe. Aha! War wahrscheinlich auch eher ein Versehen als gewollt, aber er ist unten. Tschüss. Kann ich auch nichts machen, also muss ich da hoch. Logischerweise. Blitzstein. Achso, nee, Blitzstein. Nee, nee. Hab ich gerade verwechselt. Blitzsteine sind für dauerhafte Effekte. So, wo sind wir denn hier jetzt? Hallo? An den Typen erinnere ich mich. Na, der haut jetzt nämlich die ganze Zeit ab und geht mir auf den Wecker. Ich kann mich an den erinnern. Das war die Stelle, auf die ich am allerwenigsten Bock hatte im ganzen DLC hier. Aber ich laufe jetzt erstmal die Mauer ab und gucke, ob es hier noch irgendwas gibt. Na, ja. Das war jetzt der, der sich geheilt hat. Ein Magiestein. Aha. Aber ich setze mich nicht dran. Soll ich mich dran setzen? Ich habe 40.000 Seelen. Für eine neue Stufe reicht es noch nicht. Ich überlege, ich brauche nur 4.000. Ich könnte aber natürlich auch mein Rauchritterschwert aufwerten. Ah, kann ich hier das Tor aufmachen? Dann mal ab durchs Tor. Ich habe keine Ahnung, wann mir der Typ wieder begegnet. Der haut ab, also der haut öfter ab, mehrmals. Nervt mich, heilt sich.
Ich bin mir ziemlich sicher. Ah, da ist er doch. Lass mich doch wegrollen. Oh Mann. Gucken, ist der immer da oben? Kann ich den noch einfach nicht triggern? Komm raus da, Mensch. Ich hasse diese Viecher so sehr. Ich habe jetzt einfach mal ein Menschenbild. Dann schauen wir mal. So, zurück zum Thema. Ich kann mich erinnern, dass hier ein ziemlich dicker Gegner kommt. Ich weiß nicht mehr, wer was oder warum. Soll ich mir ein Level holen? Jetzt habe ich die Seelen. Ich komme ja schnell wieder dahin. Ich glaube schon mir ein Level. Es tut mir leid, aber im Moment brauche ich so viele Seelen. Da würde ich es gerne mal nutzen, wenn ich genug habe. Das sind ja nur ein paar Meter bis dahin. Aber ich liebe Beweglichkeit, um das Rauchritterschwert benutzen zu können. Wo kommt denn das Vieh da hinten jetzt auf einmal her? Naja. Guck nochmal vorsichtshalber, nicht, dass ich jetzt Blödsinn rede und gar keine 30 Geschicklichkeit brauche. Doch, brauche ich. Aber es ist dann, glaube ich, auch immer noch zu schwer, ne? Also das gehört, kommt ja auch noch dazu. Egal. Ich krieg das schon irgendwie hin. Ein paar Pfeile hole ich mir auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich in dem Gebiet ein paar Pfeile mehr brauche als sonst. Was kostet es eigentlich?
3200, ja, okay, geht ja. Jetzt erstmal ein paar Pfeile. So, so. I'll be around. In der unteren Garnison sind wir gerade. So. Jetzt mal hier runter und guck, was passiert, wenn ich den Typen erst gar nicht trigger. Ich bin so lächerlich. Die sind einfach nur unfassbar lächerlich. An was bin ich hier eigentlich eben gestorben? Ah ne, ich bin ja zurückgegangen. Also ja, ich habe gegen den Typen gekämpft, aber eben beim zweiten Mal wollte ich wissen, warum ich da nicht runtergegangen bin. Aber nee, ich bin zurückgegangen. Ich muss hier runterspringen und gegen irgendwas Dickes kämpfen. Da! Wie war, was war das? Ein Habgier-Dämon oder Habsucht-Dämon oder sowas? Das war mal ein Boss. Jetzt steht er hier als eingefrorene Version. Als normaler Gegner. Upsa. Dass ich wieder volle Ausdauer habe. Ich frag mich, warum die ausgerechnet den noch mal recycelt haben. Von allen Gegnern und Bossen im Spiel. Wie passt ausgerechnet der jetzt nochmal hierher? Ring des Weißen Krieger war das, gell? Ja, Ring des Weißen Kriegers. Wie sieht denn der Ring des Weißen Kriegers aus? Angriff verringern die Ausdauer des Feindes deutlich. Ring der Wächter von Ilium-Lois. Angriffe senken die Ausdauer des Feindes deutlich. Ilium-Lois existierte, um die tobende Flamme zu unterdrücken, doch als die weißen Tore aufschlugen, wurde das Land kalt und leblos. Ist das ein PvP-Ring? Oder hat diese geringere Ausdauer auch Auswirkungen auf normale NPC-Gegner? Eine große Keule plus 8, das ist halt auch, eine große Keule ist, glaube ich, eine ziemlich starke, dicke Waffe, die man zwar relativ schnell im Spiel, früh im Spiel kriegen kann, aber
In der Regel fehlt es den Leuten an Stärke, um sie zu benutzen. Ach, hört doch auf. Okay, da geht's wieder hoch. Aber ich glaube mir, dass das schon alles war und hier schon der nächste Ritter hockt, oder? Ja, da ist erstmal wieder so ein Golem, auf den ich herzlich wenig Lust habe. Die Tür werde ich wahrscheinlich von dieser Seite nicht öffnen können. Oh. Oh. Okay, dann habe ich hier einen Shortcut. In die Höhle rein. Aber wenn ich hier einen Shortcut habe, heißt es auch gleichzeitig, dass hier noch irgendwas Dickes kommt und ich noch öfter herkommen muss. Okay, bis jetzt ist nur der eine aktiv, da unten. Bekommen, das heißt, der wacht schon mal nicht auf. Oh nein, hör auf, rollen bitte nicht, nicht jetzt. Ich habe halt nicht mal gesehen, dass da ein zweiter steht, dass überhaupt noch einer kommen kann. Okay, egal. Ich muss ja jetzt Schluss machen mit Dark Souls. Ja, ich finde, wir sind ganz gut vorwärts gekommen. Zwar ein bisschen zäh, aber Fortschritt ist da. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Dark Souls sehen wollt. Schreibt eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Tipps und Tricks, alles, was ich übersehen habe. Helft mir weiter. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.